Herzlich willkommen auch alle Aufzeichnungszuschauer zum jetzigen Thema Gemeinwohlökonomie GWÖ nach Christian Felber. Ist chancenlos ohne die GWÖ-GWO-Diskussion. GWO ist Gemeinwohlwirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat. Ohne die GWO-Diskussion und GWÖ-GWO-Kombination oder kurz GWÖ-GWO-Kombi, ja. Warum ist sie chancenlos? Ja, weil die einzige Lücke, wo eine neue Geschichte durchkommen kann in der Gesellschaft, ist, wenn wir sagen, wir machen das Türchen. Das eine Türchen, das eine Adventskalendertürchen, das im Kapitalismus offen steht, nämlich Profite auf Kosten von Mensch- und Umweltvergiftung, sind nicht nur möglich, sondern werden von den Marktzwängen regelrecht von dir verlangt, wenn du auf dem Markt überleben willst oder musst, weil deine Aktionäre dich sonst ins Gefängnis stecken wegen Veruntreuung, wenn du nicht alle Chancen, die der Markt bietet, nutzt. Und dafür musst du Profite eben auf Kosten von Mensch- und Umweltvergiftung machen, wenn sie möglich sind, wann immer sie möglich sind. Und dieses Teuflische am Kapitalismus, an der sozialen Marktwirtschaft, nur da müssen wir die Tür zuschlagen. Und das macht die Gemeinwohlwirtschaft, die GWÖ-GWO-Diskussion und Kombination. Die GWÖ alleine ist völlig chancenlos. Die Wirtschaft hat schon hochaggressiv reagiert. Warum? Was? Das Problem ist, dass Christian Felber deswegen so viele Fans hat. Bisher, weil er wie mit dem großen Feudel quasi alle feuchten Träume von Linksextremisten und Linksradikalen quasi aufgewischt hat und mit reingepackt hat in die Gemeinwohlbilanz, wo dann quasi solche verrückten Ideen wie, oh, die Gruppe der Mitarbeiter ist genialer als zwei, drei geniale Unternehmer. Und kann das Unternehmen besser leiten als diese, was natürlich eine absolute Unwahrheit ist, ja, sondern viele Köche verderben, viele unfähige Köche verderben den Brei maßlos, ja, oder da sind so Dinge drin wie mal auf die Schnelle gleich noch mitenteignen, also das Einkommen von Top-Managern statt von, ja, von 1,4 Millionen bis zu 1,4 Millionen Euro monatlich einfach mal runterschrauben auf 15.000 bis 30.000 Euro monatlich deckeln und begrenzen, mal so eben schnell die Schere zwischen Arm und Reich beenden und so weiter. Und alles solche Konzerne zerschlagen ab einer gewissen Größe und so weiter. Alles Dinge, womit man den maximalen, also alles linksextremistische Träume, womit man den maximalen Widerstand bei der Wirtschaft auslöst und damit überhaupt keine Null-Realisierungschance ist. Denn genauso gut könnte Felber auch zu einer gewaltsamen Revolution aufrufen und er würde dann auch genauso chancenlos sein. Ja, und deswegen also ist die einzige Lösung die Diskussion, GWÖ-GWO-Diskussion und Kombination, wobei dann in der Kombination eben die mangelhafte Gemeinwohlbilanz in der Diskussion muss sich ergeben, dass die ersetzt werden muss durch die Erfassung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden, also auch aller Behörden und so weiter. Und darin liegt die einzige Lösungschance. Ja. Vielleicht einfach mal so viel zu dieser Sendung. Ich beende die Aufzeichnung.